Guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt habe ich euch ja schon ganz, ganz, ganz viele Videos gemacht über Zusammenhänge im Pferd, über verschiedene Muskeln, was sie für Aufgaben haben und. Und heute möchte ich gerne mal das Thema Kissing Spines ansprechen, weil es ein sehr weit verbreitetes Thema in unserer Pferdewelt ist. Kissing Spines bedeutet sich küssende Wirbel. Entschuldigung, das ist meine Kamera von den Pferden draußen. Wenn die sich bewegen, dann bekomme ich eine Information. Das ist jetzt leider ein bisschen doof, aber es ist halt, wie es ist. Also die sich küssenden Wirbel, und zwar meistens in dem Bereich des Widerristes. Ich mache das hier mal groß. Wir haben die Dornfortsätze der Brustwirbelsäule, die sich in der Winkelung verändern. Und zwar, wie ihr hier seht, was habe ich für eine Farbe? Was habe ich denn hier? Bin ich soweit noch nicht? Ich brauche Rot. So. Und zwar, was habe ich denn hier für Punkte? Habe ich wieder nicht richtig geguckt oder so, aber ist egal. Und zwar seht ihr, wir haben hier, die Wirbel neigen sich eher vom Kopf her in Richtung Schweif. Und dann machen sie quasi, verändern sie ihren Neigungswinkel oder ihren Winkel, ich weiß nicht, wie man das nennt. Also ein Teil der Wirbel neigt sich erstmal Richtung Schweif vom Kopf her gesehen. Und dann verändert sich die Position der Dornfortsätze und sie neigen sich in Richtung Kranial, also Kopf. Und das ist so ein Knackpunkt, der dazu führen kann, wenn die Muskulatur nicht gut gebildet ist und der Spannungsbogen, da male ich gleich auf, nicht vernünftig ausgebildet ist, der Brustkorb absackt. Na, könnt ihr mal euch die Videos angucken, wo ich viel über den abgesackten Brustkorb schon erzählt habe. Kann das sein, dass hier zwischen den einzelnen Wirbeln, warum bekomme ich jetzt so eine, halt, ich muss mal eben gucken, ich möchte gerne, dass zwischen diesen Wirbeln hier zum Beispiel, warum malt es jetzt nicht? So, bitte. Ich wieder, Sandra und die Technik, ne? Hatten wir schon ein paar Mal. Dass hier in diesen Bereichen zum Beispiel die Wirbel aneinander schrappen. Hier könnt ihr euch angucken. Und dann entstehen sogenannte Spitzen. Es gibt Reibung an den Knochen. Die Knochen bzw. diese Reibung, durch diese Reibung entsteht eine Entzündung und das lässt den Knochen wachsen. Wir haben dann solche Spitzen an den Dornfortsätzen bzw. An den Enden und das kann dazu führen, dass dein Pferd permanent Schmerzen in diesem Bereich hat. Und das kann auch dazu führen, dass die Knochen aneinander wachsen. Ja, und die Beweglichkeit und die Mobilität der Wirbelsäule nicht mehr gegeben ist. Wenn du dir das mal anguckst, zum Beispiel da, wo ich das eingemalt habe, wenn ich dann beim Pferd gucke, hier ist zum Beispiel so ein Brustkorb, der eher abgesackt neigt. Und hier können sich wirklich durch diese Veränderung der Dornfortsätze solche Kissing Spines bilden. Also sich küssende Wirbel. Naja, ich kann das jetzt nicht so schön malen, das könnt ihr ja hier sehen in der Zeichnung bzw. in der Abbildung. Sich küssende Wirbel, die halt durch eine falsche Spannung innerhalb des Rückens eine nicht ausgebildete Muskulatur, eine nicht gut gebildete Tragemuskulatur des Rückens, kann das über einen gewissen Zeitraum sich entwickeln. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Pferde lernen in einer, ich gucke mal eben, ob ich das Bild habe, ob ich das Bild jetzt mal eben so schnell finde. Ich habe hier ultra viele Fotos drin. Ja, da ist es doch schon. Jetzt habe ich zwar, komm mal her. Na,
Nips, das will ich so nicht. Das will ich so nicht. Ich suche mal weiter, ob ich das Ursprungsfoto noch finde. Ja, ganz viele Fotos hat die Sandra hier, weil Sandra immer ganz viele Sachen machen muss. Ich muss das tun. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss euch das alles näher bringen, damit ihr das versteht, warum die Dinge auch so wichtig sind, wenn man ein Pferd reitet, wenn man ein Pferd ausbildet. Und ja, schon dann, wenn ich den Sattel drauflege, ne? Bitte, der Sattel muss einfach korrekt sitzen. So, da habe ich das Bild. Der Sattel muss einfach korrekt sitzen, damit hier oben nichts weggedrückt wird und das Pferd oder es dem Pferd nicht unangenehm gemacht wird, dass das Pferd dadurch, dass der Sattel nicht passt oder der Sattel drückt, den Rücken wegdrückt. Hier habe ich jetzt mal ein Bild von einem Pferd. Ich habe jetzt weder Trense drauf noch sonst irgendwas, aber ihr sollt mal sehen oder ich möchte euch gerne daran zeigen, wie wichtig das ist, dass wir diese Bogenspannung aufbauen. Bogenspannung bedeutet, das Pferd soll in einer Vorwärts-Abwärts-Dehnungshaltung laufen. Warte, halt. In einer, jetzt habe ich falsch gemalt hier wieder. In einer Vorwärts-Abwärts-Dehnungshaltung laufen. Ich mache das mal, ich hoffe, das geht so für euch. Aber ich würde gerne malen. Das hat der Verstand mit dem Bild hier hinter. Ne? Das packe ich jetzt mal hier drüber, dann kann ich das besser malen. Dann kann ich das schöner ausmalen. Genau. So, wir haben den Spannungsbogen, der quasi vom Hinterhauptsbein über das Nackenband, über das Rückenband bis hin zum Kreuzbein geht, ungefähr hier. Wir haben die aktive Hinterhand, die weit nach vorne schwingt, um dort aufzusetzen. Wir haben den Kopf, der entspannt. Hier ist es ein bisschen tief. Hier ist jetzt nicht so dieser Anwendungspunkt, den ich gerne gehabt hätte. Also der Kopf müsste hier eigentlich ein bisschen weiter oben sein, sodass du ungefähr den Widerriss und den Kopf oder das Genick in einer Höhe hast. Ist jetzt nicht so schön gemalt. Ich habe jetzt kein passendes Foto für diese Anlehnungshaltung, aber das könnt ihr euch jetzt auch denken. Das heißt, ich habe den Kopf in einer senkrechten Position. Somit habe ich eine gesunde Spannung auf dem Nackenband. Das Nackenband hat eine gesunde Spannung im Bereich der Dornfortsitze, weil es hier rüberzieht. Hier drauf sitzt das Rücken-Nackenband bis zum Hinterhauptsbein. Das heißt, wenn ich das Pferd in einer gesunden Vorwärts-Abwärts-Dehnungshaltung reite, werden die Wirbel, also hebt sich das hier an und die Wirbel werden automatisch gespannt bzw. auseinandergezogen. Wenn ich jetzt noch zusehe, dass ich über das Kreuzbein, über das Absenken und das Vorwärtsarbeiten der Hinterhand den hinteren Bereich spanne, aufspanne, ja, da soll das Bein hintreten, dann spanne ich quasi den gesamten Rücken in so eine Position. Also ich baue einen positiven Spannungsbogen auf. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr eure Pferde in einer gesunden, vernünftigen Vorwärts-Abwärts-Bewegung oder Vorwärts-Abwärts-Spannung arbeitet. Jedes Pferd. Und es ist egal, ob ihr ins Gelände geht, ob ihr Waldreiter seid, ob ihr Buschreiter seid oder sonst irgendwas. Jedes Pferd braucht diese gesunde Anlehnung an das Gebiss herangetreten, damit dieser Spannungsbogen sich aufbauen kann. Ja, also bitte hier. Ich habe leider, ich bin gefragt worden, wo ich immer dieses Bildmaterial herbekomme. Das muss man kaufen, wenn man es öffentlich verwenden möchte. Man kriegt aber leider nicht immer die Fotos, die man gerne haben möchte. Also muss ich immer gucken, was für Bildmaterial kann ich gerade nehmen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also der positive Spannungsbogen, das ist das A und O. Ja, dass ihr diese gesunde Spannung und diese gesunde Muskulatur aufbaut.
Das Pferd muss nach vorne schreiten und das Pferd muss dadurch bewegt es das Becken und macht es das Becken rund. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass ihr euer Pferd in dieser Grundhaltung arbeitet. Ja, da meidet ihr nämlich solche Dinge. Ups, Hilfe, ich wieder. Da meidet ihr nämlich solche Dinge. Oh, schade. Zurück. Dann machen wir mal eine Gruppierung hier. Da meidet ihr nämlich solche Sachen wie zum Beispiel den Rücken. Wenn man da jetzt mal ein bisschen anders drauf geachtet hätte, hätte das Pferd nicht so einen Rücken von der Rückenkonstellation her. Ganz wichtig, Pferde mit einer Kissing-Spines-Diagnose sollten in ein angepasstes Training gebracht werden. Also da ist es natürlich wichtig, in bildgebenden Verfahren einfach erstmal zu wissen, wo ist jetzt diese Arthrose, wo genau sitzt das Ganze. Und dann muss man halt einfach gucken, wie man das Training passend für das Pferd aufbaut. Ja, nicht jedes Training ist hier sinnvoll. Je nachdem, wo die Wirbelkörper zusammengewachsen sind, kann zum Beispiel ein Cavaletti-Training oder vor allen Dingen auch Springtraining sehr ungesund sein und das Ganze noch begünstigen. Man muss auch gucken, wie die umliegenden Strukturen sind, ob das Pferd grundsätzlich sehr fest in seiner Muskulatur ist, weil das ist es meistens, das bringt es meistens mit sich. Und das Pferd hat auch vielleicht Schmerzen. Ja? Was du noch sehen kannst, ist bei diesen Pferden, die dort Probleme haben, dass die Pferde, wenn du sie in eine Vorwärts-Abwärts-Haltung bringst oder bringen möchtest, ganz oft so bis zum gewissen Punkt den Kopf nach unten neigen und dann wieder hochschnellen und sagen, ich kann es nicht. Das ist wirklich, kann ein Anzeichen dafür sein, dass hier Probleme existieren. Ups, wir malen mal wieder weiter hier. Dass hier in diesem Bereich Probleme existieren, das Pferd den Kopf nicht in diese Position neigen möchte, weil es ihm unangenehm ist, weil es hier ja fest sitzt und klemmt. Das, was die Pferde auch zeigen, also das ist quasi die Losgelassenheit, die dort mitunter gestört ist. Was die Pferde auch zeigen, ist ganz klar, sie haben sehr wenig Vorwärtsdrang. Also die viele Pferde, da ist so das Gefühl, die laufen so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Die wollen sich nicht so richtig bewegen. Taktunreinheiten, gerade auch in Bezug auf die Vorhand, können Anzeichen dafür sein, dass dein Pferd hier massive Probleme in den Dorn oder zwischen den Dornfortsätzen hat. Und natürlich kann dein Pferd auch, wenn du im Sattel kommst, die Ohren anlegen, weil es dir im Vorfeld schon sagt, das finde ich echt kacke, dass du mir jetzt hier auf diese Stelle, die mir schon weh tut, noch einen Sattel drauflegst. Es gibt so viele Anzeichen dafür, dass dein Pferd nicht oder dass dein Pferd dir zeigt, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Du musst aber lesen lernen. Du musst gucken, dass du dein Pferd lesen lernst und dass du verstehst, was es dir mitteilen möchte. Wenn du den Sattel hier drauflegst, kann das natürlich auch andere Gründe haben, ja. Aber kann es natürlich auch damit zusammenhängen, dass dein Pferd dir eigentlich zeigt, Frauchen, hier in diesem Bereich ist was in den unteren Strukturen nicht okay. Und wir sind ja sehr achtsam und ich mache diese Videos ja, damit du dein Pferd besser verstehst und lernst, dazu lernst, dass du halt hinguckst. Ne? Und wichtig ist, dass du
den Sattel optimierst, dass du wirklich regelmäßig einen Osteopathen oder Physiotherapeuten dran lässt, weil diese Strukturen, ob das jetzt das fasziale Gewebe ist oder ob das die muskulären Strukturen sind, die sind meistens massivst verspannt, wenn die Wirbelkörper hier festsitzen oder es zu Entzündungen hier oben in dem Bereich kommt und das ganze System nicht mehr frei arbeiten kann. Ja, dann fängt die Muskulatur an, quasi auch irgendwann nicht mehr aktiv zu arbeiten, weil es eingeschränkt ist in der Bewegung. Das zieht natürlich das fasziale Gewebe mit sich, das Faszien- bzw. Bindegewebe und auch die neurologischen Strukturen, weil, jetzt kommen wir wieder zu diesen ganzen Verkettungen, auch das zum Beispiel eine Ursache dafür sein kann, dass dein Pferd eine Hustenproblematik entwickelt. Warum, fragst du dich jetzt? Weil hier haben wir eine Störung in dem Bereich. Dort sind die, ich mache eine andere Farbe, damit es vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher wird. Ich mache hier mal. Was haben wir denn für schöne Farben? So ein Gelb vielleicht. So. Ich habe diese Struktur, wo ein Problem ist, bis hin zur Verknöcherung der einzelnen Wirbel, Dornfortsätze. Und der Wirbel darunter, der sitzt ja hier drunter, kann sich nicht mehr ausreichend bewegen, weil hier oben hängt es fest. Ja? Das hat zur Folge, dass die Rippenbögen bzw. die Rippen an sich in ihrer Funktionalität, nämlich dem Absenken und Anheben des Brustkorbs, gestört sind. Was wiederum zur Folge hat, dass die Inspiration und Expiration, also das Ein- und Ausatmen, im weiteren Verlauf gestört sind. Und dein Pferd nach und nach ein Lungenvolumen verliert, weil es nicht mehr die Lunge bis in die Tiefe ausreichend beatmen kann. So sind diese Zusammenhänge, das jetzt hier. Oh, das Rot wollte ich nicht zurück. Ich wollte doch ein Musee für die Lunge. Mensch, Sandra. So. Da sitzt nämlich die Lunge drunter. Die riesen Lungenfächer. Beziehungsweise die Lunge hat zwei Seiten. Anatomie kannst du dir nochmal angucken. Habe ich ausreichend beschrieben. Hör dir auch meine Podcast-Reihe dazu an, was die Lunge macht und warum das Ganze so wichtig ist. Wir haben nämlich einen Austausch von, wenn das Pferd einatmet und den Brustkorb öffnet, bei der Einatmung strömt ganz viel Sauerstoff in die Lunge und die Lunge verteilt das Sauerstoff in die Blutbahnen, ins Herz, in die Blutzirkulation bis hin in die kleinsten Zellen. Ja, von hier aus wird das Ganze verteilt. Beim Ausatmen hingegen tritt Kohlendioxid aus. Also atmet das Pferd aus und hustet halt Kohlendioxid, was verbrauchtes ist, aus der Lunge raus. Und somit hast du immer einen Stoffwechsel, also einen Austausch von gesundem und verbrauchtem, was die Lunge macht letztendlich. Und dafür braucht es auf jeden Fall das intakte Anheben und Absenken des Brustkorbs. Wenn das nicht gegeben ist, kann es sein, dass dein Pferd langfristig Probleme hat beim Atmen und langfristig gesund wird. Die Stoffwechselvorgänge werden gestört. Das führt auch zu einer Leistungseinschränkung deines Pferdes, zu einer Leistungsminderung deines Pferdes, zu vielleicht Energieverlust oder Verlust der Lebensfreude
Und sowieso, wenn du Schmerzen hast und den ganzen Tag mit Schmerzen durch die Gegend läufst und dann noch Leistung bringen sollst für deinen Reiter, ist das alles andere als schön. Und das macht dem Pferd oder deinem Pferd keinen Spaß. Wenn die Diagnose da ist, brauchst du einen vernünftigen Trainingsplan und ein vernünftiges Management. Und wenn du das Gefühl hast, dein Pferd taktet, dein Pferd ist jetzt nicht so aktiv wie sonst, dein Pferd geht nicht wirklich in diese Vorwärts-Abwärts-Dehnungshaltung und, dann lasse das bitte über bildgebende Verfahren überprüfen, weil nur so kannst du es feststellen. Also da muss die Wirbelsäule geröntgt werden, vernünftig. Und so kann man das feststellen, ob dort eine Verknöcherung, ein Kissing Spines oder eine degenerative Wirbelsäulenerkrankung vorherrscht. Also so nennt man diese Begriffe in der Fachlichkeit. Und dann such dir deinen Therapeuten, deinen Osteo oder deinen Physio und sprich mit deinem Trainer, deiner Trainerin. Wichtig, optimiere bitte den Sattel, damit es deinem Pferd trotz dieser Problematik einfach grundsätzlich gut geht. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick verschaffen in diese Thematik Kissing Spines und wie wichtig es ist, das Pferd als Ganzes zu betrachten und die Zusammenhänge in deinem Pferd zu verstehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, lass es dir gut gehen. Bis ganz bald, die Sandra.